Hola, señores y señoritas. ¿Cómo está? Muchas gracias. Nein, falsch. Schön, der Papa Français. Passt zu meiner Mütze, oder? Yeah. Le Frog. Bei der ganzen Videoreihe des Erklärbärs, oder früher hieß es Homeofficer, habe ich euch letztens erklärt Einlassarten und Auslassarten. Und letztens, deswegen habe ich gerade versucht, fremdsprachig das Video anzufangen, stand ich tatsächlich im Ausland. Und dort sprach mich jemand an: Mensch, ich sehe deine Videos, total cool. Und ich habe mal eine Frage an dich. Die Frage war: Was ist denn eigentlich ein Flachschiebervergaser? Und ich, als jemand, der das natürlich ständig in der Hand hat, das ist genau wie wenn euch jemand fragt, was ist Toilettenpapier? Na, ich habe das also wirklich tatsächlich ständig in der Hand, arbeite daran und denke so, die Frage kann er nicht ernst meinen. Doch, er meint die Frage ernst und deswegen werde ich euch heute erklären, was ist ein Rundschiebervergaser und was ist ein Flachschiebervergaser. Erstmal ganz grundlegend, damit ihr das verstanden habt, was der Unterschied ist. Und dann versuche ich so ein bisschen auf die Einsatzzwecke einzugehen und ich versuche so ein bisschen darauf einzugehen, was die Leistung dort anstellt und was ich schon für Versuche gemacht habe. Ja, und jetzt geht's los. Also, Robert, was weißt du eigentlich dazu? Dass der eine flach ist, der andere rund. Der Vergaser. Ja. Ja, nicht Vergaser nee, flach. Der Gasschieber. Relativ problemfrei, ne? Presse, viel Druck und man macht den Vergaser flach. Aber genau, der Schieber ist unterschiedlich. Jetzt packen wir erstmal hier. Ich habe erstmal, bin mal ins Lager gegangen. Robert, du kannst den Leuten ja mal die Links drunter stellen von den einzelnen Vergasern. Mach ich. Das ist ein Vergaser, den verbauen wir tatsächlich. Haben wir den schon im letzten Jahrtausend verbaut. Das ist ein total geiles Ding, immer zuverlässig. Mikuni Rundschiebervergaser. Geht tatsächlich fantastisch. Und dieser wunderschöne Rundschiebervergaser hat, wie es der Name eben sagt, einen runden Schieber. Also wie ihr es vom BVF-Vergaser auch kennt, der Simson, ist ein runder Schieber. Also von oben einfach gedreht rund. In dem Fall ist das geil, sogar ein Messingschieber. Das heißt also, der Schieber hat ein gewisses Gewicht. Und das Gewicht, das macht, ja, wie soll ich denn sagen, das lässt den Vergaser relativ geschmeidig bewegen. Das führt dazu, dass wenn das hohe Gewicht hier drauf drückt gegen die Feder, dass der Schieber da drinnen nicht so vibrieren kann. Das heißt, wenn der Schieber jetzt mit Absicht so leicht wie möglich wäre, bei einem Rennmotor ist es ganz einfach so, dass dieser Schieber so ein bisschen wackelt. Die Messingschieber haben sie hauptsächlich genommen in so Karren wie Dreimotorrädern oder eben alten Motorrädern, die ganz sanft und sich ganz leicht bewegen müssen, weil das Eigengewicht von dem Schieber einfach so ein bisschen, ja, wie soll ich denn das beschreiben, Gemütlichkeit bringen. Das ist natürlich blöd, wenn ich jetzt sage Gemütlichkeit, ne? So sieht das aus jetzt, ne? Das ist ein Rundschiebervergaser. Wie gesagt, in dem Fall 24er Mikuni. Geiles Teil. Kann man immer wieder verbauen, kann man immer wieder empfehlen. Ist ein wunderschöner Vergaser. Zuverlässig. Es gibt alle Ersatzteile. Das schon seit vielen, vielen Jahren. Ist einfach nur geil. Ist ein tolles Teil. Später sind wir dann übergegangen zu den Flachschiebervergasern, weil es auch ein 24er von Polini. Robert hat einen Link drunter gestellt, schätze ich mal. Warte. Kader. Hier rechts. Ein Kader. In dem blauen Viereck. Ja. So. Ja. So. Auch total cool, die Flachschiebervergaser. Im Prinzip sind das Nachbauten von Kaihin-Vergasern. Im Prinzip, das gibt es von Polini, dann steht alles mögliche andere drauf. Stage 6 und Hongkong, Shenglong, Sunworld. Es gibt so viele Nachbauten von diesen Dingern. Ist aber grundsätzlich, die Vergaserbauform ist fast immer dasselbe. Es gibt nur massig viele Leute, die das nachgebaut haben. Hier drin ist ein Flachschieber. Jetzt gucken wir hier vorne rein. Da sieht das ja auch erstmal rund aus. Ne? Sieht ja rund aus, der Schieber. Und von hinten sieht es so aus, da denkt man, ja, was ist denn das, nicht? Das ist ein Flachschieber. Jetzt baue ich den mal aus, da. Was haben wir denn hier? Ah, der könnte gehen. Ist nicht mein Arbeitsplatz, deswegen bin ich ein bisschen unbeholfen. So. Jetzt haben wir einen Flachschieber. Das ist noch nicht mal ein brutal extremer Flachschieber, aber wir haben jetzt im Prinzip, ne, wir können eine relativ große Fläche abdecken, also ein relativ großes Loch. Ne, wenn wir uns jetzt das Loch hier vorstellen. Und wenn wir das als Rundschieber hätten, muss man mal überlegen, wie viel größer das wäre, werden müsste. Deswegen, ein Flachschiebervergaser hat einfach zur Folge, dass im Prinzip der Schieber flacher ist, damit der Vergaser in Summe kürzer gebaut werden kann oder besser gesagt, dass der Düsenstock näher am Motor sitzt. Und umso näher der Düsenstock am Motor sitzt, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, aber es ist im Endeffekt so, umso näher der Düsenstock am Motor sitzt, umso mehr haben wir Leistung. Also ist quasi so ein Flachschieber nur die Verkürzung vom Ansaugweg oder was? Genau. Ah, okay. Das würde ich sagen. Es gibt auch Flachschiebervergaser, die sind so ultra extrem kurz gebaut und der Düsenstock sitzt dann ganz vorne im Vergaser drin. Und man hat ja nicht mal so einen Ansaugstutzen, sondern man hat nur eine ganz kleine Dichtung, die da dran ist, einen ganz kleinen Nullring und versucht halt extrem weit den Vergaser ranzubringen. Mhm. Also ich habe schon ganz viele Versuche gemacht mit der Sache. Und wenn man tatsächlich, wenn man den Vergaser so kurz wie möglich baut und so nah wie möglich an den Motor rangeht und dann natürlich wieder abstimmt, weil jetzt muss man immer von vorne abstimmen, es ändert sich ein bisschen was, holt man Leistung. Das kann man so sagen. Und im Endeffekt den Trichter zu kürzen hat auch noch Sinn.
Da kommen wir wieder in die rein theoretische Frage, wo kommt die Mehrleistung her? Ich würde es euch gerne erklären können, aber das müssten wir den Fritz Overmars fragen. Das wäre dann der richtige Experte. Da kommt heute noch zu Besuch zu mir. Ich werde euch ein paar Videos mit ihm machen. Und vielleicht greife ich die Frage gleich nochmal mit auf. Bei den Rennvergasern ist halt wirklich so, der Trichter ist ganz kurz. Und ein kurzer Trichter hat halt auch zur Folge, dass der Winkel, wenn das hier hinten reinkommt, ein anderer ist. Und bei richtigen Rennsportvergasern ist es wirklich so, ne? Ihr seht hier, das könnte man jetzt alles abdrehen und könnt hier einen kurzen Radius ranmachen, kriegt man wieder keinen Luftfilter mehr drauf festgemacht. Ne? Wir haben ja immer eine Kompromisslösung. Aber, warte mal, dann müssen wir zu mir filmen, Robert. Grundsätzlich ist es ja so, wenn wir jetzt uns mal den Vergaser vorstellen. Die Luft, die in den Vergaser angesaugt wird, die wird nicht von hier hinten angesaugt. Das ist ein absoluter Trugschluss. Stellt euch mal vor, das wäre jetzt eine Talsperre, wo in der Mitte ein Ablauf ist. Dann will das nicht nach unten reinlaufen. Das will immer von der Mitte zum Loch so in das Loch reinlaufen. Das heißt, wenn ich jetzt den Vergaser ins Moped einbaue und ich mache hier dahinter eine Platte, dann könnte ich die so nah ranmachen, mit Sicherheit so nah. Und es hätte immer noch genau dieselbe Leistung. Ich schätze mal, so bis 1 cm davor hat es immer noch genau dieselbe Leistung. Die Luft zieht von der Seite in den Vergaser rein. Das mal nur so grundsätzlich. Also, Unterschied Rundschieber und Flachschieber-Vergaser. Erstmal grundsätzlich die Bauform. Ja, also wir haben jetzt hier den Schieber, gleicher Vergaserdurchmesser und jetzt sehen wir, der eine ist viel flacher als der andere. Völlig klar. Warum nimmt man denn dann teilweise trotzdem den Rundschiebervergaser? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, natürlich muss ich jetzt eine Behauptung aufstellen, ich bin gespannt, was andere dazu sagen. Ich glaube, dass in der Gasannahme der Rundschiebervergaser dem Flachschiebervergaser im Vorteil ist. Weil wir haben ja am Vergaser, die meine alten Videos gesehen haben, haben das schon gesehen, hier hinten eine Schräge dran. Und die Schräge, die hier hinten dran ist, ist im Prinzip dazu da, dass die Luft, die hinten in den Vergaser reinströmt, dann über den Düsenstock drüber muss. Und im ersten Moment, wenn man den Schieber aufzieht, regelt er, wie viel Luft hier hinten in den Vergaser über den Düsenstock im ersten Moment drüber streichen kann. Das heißt, wie fett ist es im ersten Moment? Also bei einem Viertakt, da braucht man viel Fettigkeit, da ist der Ausschnitt relativ klein. Und bei einem Zweitakt, da braucht man einen relativ großen Ausschnitt, da ist der Ausschnitt relativ groß. Damit im ersten Moment das erstmal mager genug ist. Damit kann man einfach einstellen, wie fett oder mager der Vergaser ist, wenn man anfängt, den aufzuziehen. Bei Drehschiebermotoren ist es so, dass man lieber einen Rundschiebervergaser nimmt, weil die Gasannahme einfach sanfter und weicher ist. Bei Membranmotoren, also ich sag mal bei Drehschieber- und Schlitzmotoren, bei Membranmotoren nimmt man eben gerne das. Man kann den Ansaugweg ganz kurz machen und es wird auch nicht so viel Gas zurückgedrückt wieder über den Düsenstock, weil die Membran macht ja richtig zu. Das ist ja ein Ventil. In jedem Fall, wenn man einen Rundschieber einbaut, hat man diesen Übergang, was diese Schräge ist, viel mehr Weg. Das heißt also, hier ist die Schräge einfach mal, wie lang ist denn die hier? Wir messen es mal. Was ist denn hier? On, off. Jetzt haben wir hier, von der Schräge, bis sie losgeht, bis zur Mitte Nadel, was quasi den Bereich anfetten oder abmachen soll, ja, 9,5 mm, würde ich mal sagen, so ungefähr. Ne? Also ich messe das mal ganz grob. Und wie viel haben wir hier? Ja, hier haben wir einfach mal fast 15. So, das heißt also, wir haben einen viel größeren Bereich, in dem die Luft sanft angefädelt werden kann und den Düsenstock streicht. Das heißt also, bei dem Flachschiebervergaser haben wir einen kürzeren Bereich, in dem wir. Ich habe vorhin Nüsse gegessen. Danke Simon, sie waren sehr lecker. Wir haben einen kürzeren Bereich, in dem die Luft angefädelt wird aus dem eigentlichen Luftstrom über den Gasstrom drüber streicht. Also wird es wahrscheinlich turbulenter sein. Jetzt ist es wieder die Frage, was ist denn besser? Turbulent und viel Durchwirbelung oder nicht, für feinere Zerstäubung oder eben nicht. Ich kann nur sagen, dass die Rundschiebervergaser ein bisschen weniger Leistung erzeugen, aber sich ein bisschen weicher von unten fahren lassen, ist meine Erfahrung. Wenn man sie alle beide abstimmt. Also die Schräge abstimmt, Nadel, Düsen und so weiter. Was ich hier noch habe, mein absoluter Lieblingsvergaser, deswegen habe ich noch mal hingestellt, den müssen wir jetzt mal auspacken, das ist geil, oder? Mach mal aus, ja. Und das Schönste ist eigentlich, ich habe gerade gesagt, den zeigen wir jetzt auch mal noch und wir können gleich ausbuchen, ich brauche ihn für das nächste Projekt. Das ist unser geiler Airstriker und da sehen wir noch mal den kleinen Unterschied zwischen dem 24er Vergaser und unserem Airstriker haben wir schon ein bisschen größeres Loch. Das ist halt eine richtige fette Mutti. Und ich hab dich gegen fette Muttis. Na, weil du schon wieder lachst. Das war überhaupt nicht gelästert. Das ist so richtig cool, oder? Mm, auf jeden Fall. Das könnte, jetzt könnte wieder jemand denken, ich habe was gegen adipöse Menschen. Überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Das ist einfach nur ein richtig geiler, großer Vergaser. In dem Fall haben wir den schon abgedreht, dass er in unsere Ansaugstutzen besser reinpasst. Ist also schon fertig vorbereitet. Und ich habe die 35er Vergaser hier. Warte mal, ich mach mal das Ding hoch und versuche mal hier durchzugucken. Die habe ich teilweise an 50er rangebaut mit echten 50 Kubik und habe den ganz einfach abgestimmt bekommen, dass er super weich ans Gas geht und ganz einfach losfährt aus der Kurve wie Watte.
Und deswegen kommt er auch wieder ans nächste Projekt dran, weil die 35er Airstriker kosten einen Haufen Geld. Aber diese scheiß Dinger, auf Deutsch gesagt, gehen einfach. Man baut es ran und man ist glücklich, es funktioniert. Es gibt von diesen Vergasern, Nachbarvergaser sehen genauso aus. Gibt es für ganz wenig Geld bei, was ist das alles hier, na, diese ganzen Internetfirmen in China, alle möglichen, ich will die Namen gar nicht sagen, sonst denkt noch jemand, ich kriege Geld dafür. Ich muss aber leider sagen, dort ist es so, dass nur jeder fünfte Vergaser funktioniert, weil halt irgendwas da dran ist. Weil ganz viele Leute kommen mit dem Zeug um die Ecke, haben es abgestimmt, bei manchen hat es funktioniert, bei manchen nicht. Wir kaufen den originalen Kai hin, weil wir einfach wissen, dass er funktioniert. Das nur mal so am Rande. Ja, also bringt euer Geld zu Langtuning, dann habt ihr gute Qualität. Oder na, man kann für das gleiche Geld auch fünf andere kaufen und kann versuchen, ob einer davon funktioniert. Geht natürlich auch. Ich hoffe, das war für euch einleuchtend. Das hat euch was gebracht. Was ist ein Rundschieber und was ist ein Flachschiebervergaser? Das ist doch schön, oder? Schön. In diesem Sinne würde ich sagen, sportfrei, bis zum nächsten Mal und lasst mal einen Kommentar drunter, was euch als nächstes interessiert.